Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Durchgespielt, heute Solo-Mode. Heute spiele ich Zagani aus dem Hause Skellig Games und es gibt kein Logo drauf von Skellig Games auf der Vorderseite, witzig. Und von Uwe Rosenberg designt, hier sieht man aber das Skellig Games Logo. Und Zagani ist ein Puzzlespiel. Schauen wir als allererstes mal eben rein, was so an Komponenten drin ist. Danach gleich die Regeln im Abwasch hinterher. Und dann geht's los. Also ich finde das Artwork, ehrlich gesagt, wunderschön gestaltet. Möchte ich mal sagen, als nächstes eine Tabelle, wo man drauf scoret, also Siegpunkte. Dann hat jeder hier normale Holzscheiben. Wir werden gleich mit Weiß spielen, 24. Und dann gibt es noch so rote. Das sind Harmoniescheiben, Missharmoniescheiben. Ein Startspieler und Minus-Token. Die sind in allerletzter Sekunde reingekommen und nicht in der Regel erwähnt. Und dann haben wir noch diese Tiles. Diese Tiles hier repräsentieren vier verschiedene Götter oder vier verschiedene Elemente, um genau zu sein. Feuer, Wasser, Erde, Luft. So, die haben eine Rückseite, da stehen die Punkte einfach drauf. Dieses hier bringt zum Beispiel 6. Und eine Vorderseite, was sie brauchen, um in Einklang und Harmonie zu leben. In dieser Linie muss irgendwo ein grünes liegen. Ich zeige euch das gleich auf dem Tisch. Also so zum Beispiel, dann ist das erfüllt. Es kann aber auch so sein, dann ist das erfüllt. Immer dann, wenn man einen Teil nimmt, dann nimmt man es von einem, meistens von einem solchen Stapel, jedenfalls im Solo-Mode. Im Mehrspieler-Modus ist es etwas anders, darauf gehe ich später ein, aber im Solo-Modus nimmt man es verdeckt, dreht es um und guckt dann, wo man es anlegt. Anlegen muss man immer an eine gerade Seite, also so zum Beispiel, und niemals diagonal, aber sonst gibt es auch keinerlei Anlegeregeln. Man kann das Teil auch drehen, wie man will, nur nicht umdrehen, aber drehen kann man es, wie man will. So, dass es dann zum Beispiel, wenn hier schon diese Plättchen vorher so da lagen, hier vielleicht hinpasst und sowohl den Pfeil erfüllt, als auch den. Später im Verlauf kann man dann ebenfalls auch den erfüllen. Wenn alle erfüllt sind, dreht man das Plättchen von dieser Seite einfach auf diese rüber, dann kann man die Punkte zählen. Es wäre ja zu einfach, wenn es so ist, und dafür gibt es diese Scheiben hier. Wenn man also dran ist, passiert Folgendes. Man nimmt sich eins dieser Teile und es gibt hier oben eine Auslage, die ist 5 Teile normalerweise, und man nimmt sich davon ein. Aber die Auslage schrumpft im Laufe des Spiels und die wird auch erstmal nicht wieder aufgefüllt. Es sei denn, es gibt ein sogenanntes Intermezzo. Das ist alles Mehrspielerspiel, das passiert hier nicht. Diese Teile haben entweder 1, 3, 6 oder 10 Siegpunkte, die sie wert sind. Und das hat was damit zu tun, ob sie 1, 2, 3 oder 4 verschiedene Pfeile haben. Haben sie also 4 Pfeile, wie in diesem Fall, tut man erst einmal, sagen wir mal, ich bin der weiße Spieler, hier 4 Scheiben rauf. Immer dann, wenn man jetzt im Verlauf des Spiels hier zum Beispiel irgendwann einen grünen ransetzt, hier, ja, dann darf man eine Scheibe von da nach da versetzen. Wenn man alle 4 versetzt hat, dann hat man in der Mitte irgendwann die 10 Punkte frei, weil man alles geschafft hat. Dann nimmt man die runter und dreht dieses um. Diese Scheiben sind limitiert auf 24 Scheiben, die jeder hat. Hat man nicht mehr genug Scheiben, um auf ein neues Teil 1, 2, 3 oder 4 dieser Dinge raufzutun, dann muss man die unharmonischen roten Scheiben nehmen, die für alle da sind. Davon gibt es nur 10, aber tendenziell unendlich viele. Und jede dieser Scheiben gibt 2 Minuspunkte. Ja, und jetzt kann man sich vorstellen, am Ende des Spiels, wer die meisten Siegpunkte hat, gewinnt. Relativ einfach. Wichtig dabei ist noch zu sagen, ich habe gesagt, es liegt hier oben eine Auslage mit 5. Man nimmt sich eins, es wird nicht wieder aufgefüllt, die Auslage. Wenn dann nur noch ein einziges dabei ist, dann kann man sich aussuchen, ob man es hier hinschiebt, hier hin. Wenn hier 4 Stück sind, passiert ein sogenanntes Intermezzo. Oder man nimmt das verdeckte Teil von oben. Beides kann man sich aussuchen. Wenn das Intermezzo voll ist, ja, dann kommt eine kleine, wie das Wort Intermezzo schon sagt, ein Zwischenspiel. Nämlich, dann werden da oben nochmal neue genommen und die Auslage wird wieder aufgefüllt. Das heißt also, wenn man sehr flexibel ist, dann möchte man halt kein Intermezzo machen. Dann müssen die anderen dafür sorgen, wenn man lieber eine Auslage hat und einfach die freie Auswahl, ja, dann sorgt man dafür, dass das Intermezzo vorbei ist. So schnell wie möglich. Wir spielen aber hier heute eine Solo-Variante.
Und es gibt zwei Solo-Varianten in dem Spiel. Einmal eine schnelle, die spielen wir heute. Da spielt man einfach bis zu 75 Punkten und zählt, wie viele Teile man benutzt hat. Alternativ kann man alle 72 Teils durchspielen und zählt dann die Punkte. Ja, bei der kurzen Variante, die wir heute spielen, sollten wir es schaffen, 75 Punkte zu kriegen mit unter 25 Teilen oder maximal 25 Teilen. Das ist das Ziel laut Anleitung. Ja, ich habe es schon ein paar Mal gespielt, deswegen weiß ich, dass das sicherlich machbar ist. Das sind auch schon die Regeln von Zagani. Ich werde jetzt auf jeden Fall einmal alles hier aufräumen, vorbereiten. Und dann geht's morgen los mit einer Solopartie. Da das Ganze schon 30 Minuten dauert, werde ich vielleicht zusammen zwei Aufnahmen machen. Bis dahin alles Gute, euer Nils. Tschüss.